Herzlich willkommen, oder um es mit den Worten von Til Schweiger zu sagen, Prost, ihr Untertanen. Ja, Til Schweiger, haben Sie das auch gelesen, oder? Ja, betrunken, da ist mir beim Frühstück beinahe der Whisky-Cola aus der Hand gefallen. Da. Jetzt wird einiges klar, der nuschelt, um zu kaschieren, dass er besoffen ist. Ja, und womöglich säuft er, um seine Filme zu ertragen. Das kann auch sein. Ja, und dann auch noch Mitarbeitende am Filmset schlecht behandeln, das finde ich unmöglich. Ich dachte sofort, vielleicht müssen wir unseren Kameraleuten hier die Fußfesseln auch mal wieder abnehmen. Und Tobi steht ja auf Peitschenhiebe. Das, ja, absolut. Ja. Aber das tut er. Kommen wir zu guten Nachrichten. Herzlichen Glückwunsch der CDU hier in Köln. Ich weiß nicht, ob Sie es auch gehört haben. Der Kreisverband der CDU Köln hat gewonnen. Und zwar hat der Kreisverband an der März-Challenge teilgenommen. Also nicht der März wie der Monat, sondern März wie Friedrich Merz. Also März wie das letzte Jahrhundert. Ja? In der März-Challenge ging es darum, so viele Neumitglieder zu werben wie nur möglich. Und da hat der Kreisverband Köln mit 110 neuen Mitgliedern bundesweit gewonnen. Und was ist der Preis? Ein Fass Kölsch. Politische Inhalte? Nein. Halten Sie sich bitte fest, der Preis ist, Friedrich Merz kommt persönlich vorbei. Oh, und ich bin mir sicher, wenn man gesagt hätte, der Merz bleibt weg, dann hätten die 200 neue Mitglieder bekommen. Und jetzt pass auf. Jetzt passt auf, wie die CDU das bei Instagram gefeiert hat, und zwar mit diesem Bild. Und wenn ich das sehe, denke ich sofort, so sieht Heino also ohne Perücke aus. Ja? Verrückt, oder? Ja, kann jemand bitte dem älteren blinden Mann über die Straße helfen, ja? Wird Merz, wenn er dann in Köln ist, als DJ Brilon auflegen? Ja? Obwohl, wenn man sich schon bei jungen Menschen anbietet, dann doch bitte richtig, ja? So, cool. Tobi ist ja riesiger Merz-Fan übrigens. I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Hey, hey, I need a dollar, dollar, dollar is what Sehr I cool. need. Hey, hey. Yeah, ja, das ist. Mit Schlagzeug jetzt, oder? Ja. Entschuldigung, Leute unter uns, wenn Friedrich Merz sagt, ich bin die Zukunft, da sagt er die Zukunft, dann komme ich nicht. Und Friedrich Merz hat ja recht, die Klimafrage ist doch überbewertet, oder? Hey Leute, die paar Eisbären, die sterben, die paar Inseln, die im Meer versinken, die 15.000 Hitzetote allein im letzten Jahr in Europa, ein paar abgesoffene Häuser im Ahrtal. Hauptsache, ich muss meinen alten Ölkessel nicht auswechseln und kann mit 180 über die Autobahn brettern. Friedrich Merz glaubt, Zukunft ist einfach nur Vergangenheit mit neuer Tapete. Ja, die letzte Generation überfordert uns doch alle, wenn wir ehrlich sind. Die sind völlig verrückt. Die wollen, dass die Politik Ziele einhält, die sie selbst beschlossen hat. Ja, wo kommen wir da hin? Bisher hat es uns allen doch gereicht. Ja. Bisher hat es uns doch allen gereicht, wenn Ziele formuliert wurden. Von erreichen war nie die Rede. Und das kennt man doch aus dem Privaten. Man will weniger Fleisch essen und dann steht man am Grill und sagt, komm, eine Bratwurst. Ja? Das ist auch nichts anderes als eine braune Zucchini. Oh, hallo. Wenn ihr mehr von den Mitternachtsspitzen sehen wollt, dann abonniert den Kanal oder klick hier oder da oder hier oder ihr wisst schon.